Hallihallo Leute, hier ist die Eule, was geht? Ja, heute mal ein ganz spontanes Commentary von mir. Ich kam schön gechillt von der Arbeit und dachte mir, jo, das muss ich euch doch mal erzählen. Also, erstmal schön Stress auf der Arbeit, Vorbereitung fürs Wochenende, bist du schon richtig gut gelaunt, steigst in deine Karre ein, fährst du schön Landstraße, schön geschmeidig 70, ich stelle mal 72 ein, Tempomat, ich sehe schon vor mir so einen Wagen. Komme ich immer näher, ich denke, was ist da los? Warum fährt der jetzt nicht 70? Gerade Strecke, müsst ihr euch vorstellen, ey, da passiert gar nichts um die Uhrzeit. Gar nichts. Er fährt da schön mal irgendwie 55, dann 60, 65, aber bloß keine 70, dann wird er wieder langsamer, aber ist immer nur 70. Dann ist er im Schnitt so bei 60, dann kommt das 50er-Schild, da fährt er glatt mit 60 weiter. Ey, ohne Scheiß, Leute, was soll das? Warum kann man denn nicht das fahren, was da steht? Ich bin kein Raser oder sowas. Ich bin wirklich ein ganz normaler Fahrer. Steht da 70, fahre ich 70. Steht da 50, fahre ich 50. Und nicht wie andere, da steht 70, ich fahre 60. Was soll das denn? Haben die Angst oder sind das alles Frauen? Oder ich habe keine Ahnung. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt so Frauen da irgendwie mit reinziehe, aber das fällt mir echt auf. Die können alle nicht mehr Auto fahren. Die schleichen da rum in eine Kurve. Da fährt er irgendwie, keine Ahnung, 30, 35, was ist das? Will der sterben bei einer Kurve fahren? Ey, nur so eine Assis. Dann, ich muss noch Tabak holen. Ich bin ja Raucher, habt ihr bestimmt mitbekommen beim Live-Commentary mal. Ich fahre zur Shell-Tankstelle. Ich steig aus, gehe rein in den Schuppen. Die Perle gleich so, ja, herzlich willkommen bei Shell. Ich so, jo, hallo, guten Tag. Haben Sie den Tabak da? Ich guck mal eben. Nee, haben wir nicht da. Ich so, alles klar, kommen wir nicht ins Geschäft. Tschüss. So, ich über der Autobahn. Fahr wieder ab. Nächsten Shell rein. Herzlich willkommen bei Shell. Ich so, haben Sie den Tabak da? Nee, haben wir nicht. Jetzt mal ganz im Ernst. Es gibt Millionen von Tabaksorten hier in Deutschland. Weißt du, ich rauche John Player. Das ist jetzt nix hier. Sag mal, irgend so eine Asimark-Schätzelei. Sagen wir mal R1 oder Ernte 23. Das raucht doch keiner hier, wenn das weg ist. Das interessiert den kleinen Opa da mit 80. Der regt sich dann auf und schlägt mit dem Stock rum. Nee, das haben die alles da, nur meinen Tabak nicht. Und vor allen Dingen, was ist das überhaupt bei Shell? Ja, herzlich willkommen bei Shell. Ich hasse solche Firmen, die den Leuten vorschreiben, wie man da Kunden begrüßen soll. Sag mal, können die Leute denn nicht selber einen begrüßen? Muss da so eine assige Firma hinterstehen und denen sagen, ihr müsst die Leute so und so begrüßen? Das kommt für mich so rüber, als hätte er gar keinen Bock, mich zu begrüßen, weil ja die Firma dahinter steht. Also ich habe das lieber so, so wie derjenige einen halt eben begrüßt. Der eine sagt, was weiß ich, schönen guten Abend oder Tag, wie geht's? Keine Ahnung. Oder Moin Moin für die aus dem Norden kommen oder keine Ahnung. Warum muss das denn immer so sein, Leute? Ich weiß nicht, ist das bei euch auch, oder kennt ihr das auch, dass das bei euch so ist? An jeder Tankstelle hörst du einen anderen beknackten Spruch da? Ist das demnächst im Puff auch so? Herzlich willkommen beim Puff Tralala oder was weiß ich hier? Schön, dass du mal wieder zum Ficken vorbeikommst. Das ist doch auch nicht so. Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Aber wie gesagt, woher weiß die Eule das, wie das im Puff ist? Weiß ich nicht, habe ich mal gehört, genau, vom Kollegen. Gänze nicht, ist ja auch nicht wichtig. Nee, aber, also wie gesagt, das jetzt mit dem Tabak ist jetzt nun mal so eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, was mich echt anpisst, die bekloppten Leute beim Autofahren. Ey, Leute, ist es denn so schwer? Ihr müsst nicht rasen, ihr müsst aber auch nicht da rumschleichen. Ich weiß nicht, also ihr könnt ja mal gern in die Kommentare schreiben, was seid ihr für Autofahrer? Seid ihr mehr so die Leute, ich fahre gern mal ein bisschen schneller, oder so wie ich. Ich halte mich so an die groben Geschwindigkeiten. Natürlich, ich fahre auch mal ein bisschen schneller, wenn man das kann und wenn man das ein bisschen abschätzen kann und wenn man da keinen mit gefährdet oder keine Ahnung, dann fahre ich auch gern mal ein bisschen schneller. So ist das nicht. Aber warum muss man immer so langsam fahren? Ich weiß es nicht. Ich wollte zu der einen Shell-Tankstelle, wollte ich links abbiegen. So, ich ordne mich schon so ein bisschen links ein. Okay, ist jetzt mal eine Frau gewesen. Aber was soll das? Ich stelle mich schon so hin, dass die weiß, hier, ich will da gleich abbiegen. Gestikuliert die da an ihrer kleinen Pisskarre rum, als wenn ich da jetzt irgendwie eine Knarre gezogen habe.
Ey Leute, ey, das ist abends um 10. Was macht die überhaupt da im Auto? Wo will die hin? Ey, ohne Flachs, Mann. Die sollen sich alle verpissen, die nicht Auto fahren können. Ganz im Ernst, ey. Wer nicht Auto fahren kann oder Angst hat, Führerschein abgeben, mit dem Arsch zu Hause bleiben und Leute losschicken, die Auto fahren können. Weil ich hab da keinen Bock mehr drauf. So. Ich hab mich mal ein bisschen aufgeregt hier. Ich hoffe, mir geht's gleich wieder besser. Und wenn es wieder besser geht, dann spiele ich noch eine Runde Call of Duty und dann bin ich gleich wieder richtig geil drauf und freue mich, dass ich ins Bett gehen kann. Also Leute, in dem Sinne, schönen Abend noch und ciao. Achso, was im Hintergrund läuft, weiß ich nicht, lasst euch überraschen. Und ciao.